Meiner Meinung nach machen sich die Menschen viel zu wenig Gedanken, bevor sie über eine Technologie urteilen. Wenn man bedenkt, dass niemand in Europa genmodifizierte Pflanzen anbauen will, währenddessen aber der Import von genmodifizierten Soja zum Beispiel toleriert wird. Es ist nämlich so, dass 80 bis 90% der ganzen eiweißreichen Futtermittel, die in Deutschland oder in Europa verfüttert werden, aus genmodifizierten Anbau stammen. Das Gleiche kann man sehen, dass auch in der Medizin oder in der Industrie die Gentechnik keinen Einschränkungen unterliegt.